Immer mehr Menschen beantragen in Hamburg die deutsche Staatsbürgerschaft. Hier im Rathaus bekommen einige heute ihre Einbürgerungsurkunden. In diesem Jahr wurden laut Amt für Migration knapp 5000 Einbürgerungsanträge gestellt. Ich bin neben meiner kroatischen Staatsbürgerschaft jetzt auch im Besitz einer deutschen. Ich komme ursprünglich aus Bulgarien. Vorher von Nepal. Wie wir gehört haben, kommen die Menschen aus aller Welt. Im vergangenen Jahr kamen die meisten neuen StaatsbürgerInnen aus Afghanistan, der Türkei, Polen, dem Iran und Syrien. Mehr Anträge gibt es unter anderem wegen der 2015 begonnenen Migrationsbewegung. Viele Menschen sind nun seit 6 bis 8 Jahren hier. Genau so lange dauert oft auch die minimale Aufenthaltsdauer, die für einen Einbürgerungsantrag gilt. Die Einbürgerungsurkunden überreicht Bürgermeister Peter Tschentscher. So bewertet er die gestiegene Anzahl der Anträge. Das ist ja ein Bekenntnis zu diesem Land. Führt auch zu allen Rechten, die man als Staatsbürgerin, als Staatsbürger in Deutschland hat. Und es führt auch zu Pflichten.